Willkommen bei Teil 4 unserer Videoserie PCGH baut einen PC. Heute das Gehäuse. Ja, das ist das Gehäuse und das ist die Heimat quasi unseres PCs, wo wir gleich das Mainboard und Co. einbauen werden. Es handelt sich dabei um ein Nanoxia Deep Silence, Größenordnung 5 und die Revision Nummer B5. Das kommt von der Anzahl der Laufwerke, die reinpassen. Es gibt auch noch mal eine größere Variante sogar von diesem Gehäuse, wo noch mal viel mehr Platz für Festplatten, SSDs und auch DVD- und Blu-ray-Laufwerke und so weiter ist. Aber die Version 5, das ist schon sehr, sehr ordentlich, was hier an Platz drin ist. Wir werden es gleich sehen und es handelt sich hierbei um sehr komplett ausgestattetes und flexibles Gehäuse mit vielen Optionen. Hier vorne sind zwei getrennte Türen beispielsweise. Hier oben ist dann Platz für die 5¼-Zoll Laufwerke. Hier unten ist Platz für die beiden vorderen Lüfter, die kalte Luft vom Gehäuseäußeren ansaugen und hier über die Laufwerke drüber pusten. Da sind auch so Staubfänger dann nochmal dabei, dass es nicht dreckig wird, was man hier vorne auch noch schön sehen kann. Dieser schwarz-graue Kunststoff hier, das ist eine Geräuschdämmung, dass, wenn ihr das Ganze zumacht, ihr möglichst wenig von irgendwelchem Gehäuselärm und Rechnerlärm belästigt wird. Und gleichzeitig kann man auch hier im Gehäusedeckel zum Beispiel, da ist Platz für Lüfteröffnungen noch. Da kann man zwei zusätzliche Lüfter installieren, die warme Luft aus dem Gehäuse nach draußen befördern. Oder aber man montiert eine solche weiße schallgedämmte Platte, die dafür sorgt, dass eben kein störender Schall nach außen dringt. Und wer es gerne noch ein bisschen bunter im Gehäuse haben will, der verwendet eine dieser Nanoxia LED-Leuchtleisten, die man dann hier innen im Gehäusedeckel beispielsweise verkleben kann oder hier auch an der Seite oder hier unten. Da gibt es ganz viele Optionen, die prinzipiell komplett eurer Kreativität überlassen sind. Anderes spannendes Detail hier im Gehäuse ist diese Gummierung beim Netzteilschacht und hier unten drin. Das sorgt dafür, dass das Netzteil ein bisschen entkoppelt wird. Da ist ja auch ein Lüfter drin und insgesamt leise arbeitet. Ja, dann machen wir uns mal an die Arbeit. Um die Montage zu erleichtern, lege ich das Gehäuse jetzt erstmal auf den Rücken. Und der erste Schritt, den ich vollziehe, ist die I/O-Blende vom Mainboard hier hinten in die davor gesehene Halterung reinzudrücken. Das funktioniert ganz easy, nämlich einfach hinhalten, fest zu drücken, dann klippt's und schon ist die Sache erledigt. Der kommende Schritt ist wohl einer der spannendsten, denn jetzt kommt quasi das Herz in den Leib, in das Gehäuse und alles, was wir eben auf dem Mainboard vormontiert haben, das sind komplett die wichtigsten Komponenten, die wir jetzt gesammelt einfach hier vorsichtig im Gehäuse platzieren können. Orientieren kann man sich dafür gut an dem I/O-Shield, das wir gerade vorher eingesetzt haben. Und dann legen wir das Ganze vorsichtig ab und im nächsten Schritt schrauben wir es fest. Ja, nun geht es ans Festschrauben, sehr praktisch übrigens. Bei Nanoxia Deep Silence 5 liegen zahlreiche Schrauben auch schon dabei und großes Lob hier an Nanoxia. Die sind alle sehr schön geordnet und in kleinen Tütchen drin und beschriftet, wo man dann sehen kann, M-B Screw, Englisch für Mainboard-Schrauben. Dann weiß ich direkt, welche Schrauben ich nehmen kann, die dann auch in diese ATX-Halterung passen, die im Gehäuse drin sitzen und das Mainboard dann letztlich festhalten. Gut, fange ich mal an. So, ich habe gerade die 9. und letzte Schraube festgemacht, um das Mainboard und die gesamte Einheit im Gehäuse festhalten zu können. Und das war's für die heutige Episode. Beim nächsten Mal geht's um die Lüfter. Bis dahin.